wie es sich für eine gute Ruhrgebietsstadt gehört, kann man natürlich auch hier gute Currywurst essen. Wir befinden uns gerade im Curry 33. Neben mir steht die Jacqueline. Hier gibt es aber besondere Currywürste in besonderen Ausführungen. Was kannst du uns darüber erzählen? Ja, wir haben unsere Currywurst mit unseren Styles und mit unseren Schärfen. Es gibt einige Styles, die gerne hier genommen werden. Unter anderem der Holland-Style mit holländischen Gouda, Italien mit italienischen Gewürzen und dem Mexiko mit Jalapenos. Also grundsätzlich immer so das, was in den Ländern auch gerne genommen und gegessen wird. Weißt du, was hier so am meisten gegessen wird? Also am meisten wird der Dänemark-Style genommen. Der wird, ist circa genauso aufgebaut wie der Hotdog, wird mit Röstzwiebeln und einer Hamburger-Soße gegessen. Ja. Ich habe gerade die Wall of Flames gesehen und ich habe die Vermutung, dass man hier auch besonders scharf essen kann. Stimmt das? Wir gehen hoch bis zu 15 Millionen. Allerdings hat das noch niemand geschafft. Das höchste liegt bei 11 Millionen und die Wall of Fame ist für die Leute, die bei uns eine ganze Currywurst mit einer Million gegessen haben oder höher.